Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute widmen wir uns ein paar Collectors Edition bzw. Limited Editions, die hierzulande auf Blu-ray und DVD erschienen sind. Dabei schauen wir uns an, was diese Version jeweils besonders macht und natürlich, ob sie das Geld wert ist oder vielleicht war, weil die meisten Versionen gibt es davon gar nicht mehr. Starten wir mit einer wirklich brandaktuellen Limited Collectors Edition, nämlich Weathering With You. Hier haben wir das gute Stück mit einer Glanzfolie überzogen, das macht wirklich einiges her. Das war ja schon bei Your Name so, die kommt übrigens auch gleich noch. Die können wir uns gerne im Vergleich einmal angucken. Kostet, oder beziehungsweise ist exklusiv bei Amazon, kostet dort 70 Euro oder knapp unter 70 Euro. Und ja, gucken wir mal rein. Das Ganze lässt sich aufklappen und drinnen bekommen wir dann ein paar schöne Sachen. Da haben wir zum einen dieses Digipack mit einem alternativen Cover. Sieht auch sehr edel aus, schick gemacht. Ist ein bisschen ausgebeult aufgrund des Inhalts. Und aufgeklappt sieht das Ganze dann auch so aus. Da haben wir zum einen hier einmal den Soundtrack von Red Wimps. Die haben ja schon für die, zumindest für, glaube ich, für Your Name den Soundtrack oder beziehungsweise die Songs aufgenommen. Ich glaube, das war auch der einzige von Makoto Shinkai, wo sie beteiligt waren. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und natürlich, den Film. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was das hier ist. Ich glaube, das ist ein Fensterbild mit den zwei Hauptcharakteren und dem Bruder von ihr. Und dann haben wir noch Postkarten, die wirklich sehr, sehr, sehr gut gedruckt sind. Also von der Qualität sehr gut gemacht. Dann haben wir noch das Booklet, was mit dabei ist. Das umfasst 105, beziehungsweise wenn man das hier mitzählt, 106 Seiten. Hat eigentlich alle Hintergrundinformationen, die man zu dem Film sich wünschen kann, mit Interviews, mit Charakterzeichnungen, mit Artworks und. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas schnell finden kann. Ja, hier zum Beispiel. Sehr schick aufgemacht und sehr hochwertig gedruckt. So, was kommt noch? Nichts. Das war nämlich alles. Alles, was in dieser Limited Collectors Edition enthalten ist. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, sind das wirklich 70 Euro? Die wir hier in Wert dieses echt wunderschönen Films bekommen. Meine Antwort dazu wäre wahrscheinlich nein. Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger gegangen. Also mit 50 Euro wären wir gut bedient gewesen. 70, da kommt halt wahrscheinlich der Aufschlag für Makoto Shinkai noch dazu. Und Amazon halt, weil sie es exklusiv vertreiben. Ich beschränke mich hier übrigens hauptsächlich auf den physischen Inhalt, nicht auf den digitalen, was halt auf den Blu-rays noch als extra wie Interviews oder wie Einzelscenes mit drauf ist. Das möchte ich hier gar nicht beurteilen, weil ich da auch nicht in alles reingeguckt habe. Dann haben wir einmal den direkten Vorgänger, kann man ja eigentlich so sagen, Your Name, auch mit einer wunderschönen Glanzfolie überzogen. Kostet bei Amazon aktuell neu 140 Euro, da wird natürlich gar keiner mehr zuschlagen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich damals bezahlt habe für diese Collectors Edition. Es waren aber definitiv keine 70 Euro, zumindest kommt mir das nicht so viel vor. Dafür hat die mir hier tatsächlich ein bisschen besser gefallen von den Extras und ich sage euch auch gleich warum. Zu öffnen geht sie ein bisschen anders, man zieht hier oben den Deckel ab, auch eine schöne Variante. Das ist übrigens sehr wertig, also allein das Ding wiegt schon einiges, deutlich mehr als bei Weathering With You. Dann haben wir hier auch wieder das Digipack mit einem alternativen Cover. Die Rückseite ist ein bisschen unspannender, aber das macht es natürlich schöner, wenn man es halt aufklappt. Man könnte es so hinstellen. Und es würde ein schönes Panorama machen. Mit dabei wieder der Soundtrack von Red Nymphs und der Film. Physische Extras haben wir hier. Wieder Postkarten mit dabei, die ähnlich hochwertig gedruckt sind wie schon bei Weathering With You. Dann der Grund, warum ich diese Version tatsächlich ein bisschen cooler finde. Das ist nämlich das Haarband von Mitsuha, was als Extra mit dabei ist. Sie ist doch Mitsuha? Irgendwie so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das hat mir tatsächlich bei Weathering With You ein bisschen gefehlt, was halt die ganze Sache sehr besonders macht. Dann hier auch wieder ein Booklet mit dabei, auch sehr umfangreich. Nicht ganz so umfangreich, ein paar Seiten weniger, aber ähnlich interessanter Inhalt mit Interviews und Artworks und Bildern und wirklich sehr schön aufgemacht. Die Version ist tatsächlich schon eher ihr Geld wert. Jetzt kommen wir zu einer Limited Collectors Edition, die mir wirklich herausragend gefallen hat und das ist nämlich die von No Game No Life Zero. Also wenn das nicht einsame Spitze ist und das für den Preis von knapp, ich glaube 50 Euro, jeden einzelnen Cent wert. Hat auch eine Glanzfolie.
die das Ganze sehr edel aussehen lässt, ähnlich wie bei der Serie. Da hatte der Schuber ja auch so eine Glanzfolie. Die Schachtel, die ein bisschen klobiger ist natürlich und deswegen nicht überall ins Regal passt, kann man auch wieder öffnen, wenn es klappt. Und dann hat man den Inhalt und da gucken wir jetzt einmal gemeinsam rein. Ein wundervolles Booklet, was sich tatsächlich noch hochwertiger anfühlt als die anderen beiden, die wir eben in der Hand hatten. Und mit ähnlich interessanten Hintergrundfakten und Artworks und Charakterinformationen, was man sich halt alles wünscht für so eine Limited Edition, ist halt hier mit drin. Schauen, ob ich... Ja gut, haben wir halt auch sowas mit dabei. Werbung ist natürlich auch mit dabei. Dann haben wir hier die zwei Pappaufsteller von den beiden Hauptcharakteren, die wie KSM üblich sehr, sehr gut produziert sind. Dann haben wir hier ein Steelbook. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich ein Steelbook ist. Ich verwechsel die immer. Deswegen kann ich da keine hundertprozentige Garantie für geben. Trotzdem wirklich sehr, sehr edel. Mit dem Film natürlich innen drin. Sonst ist da nicht viel zu finden, außer nochmal ein schickes Hintergrundbild. Und Leute, das war tatsächlich noch nicht alles. Das Highlight kommt tatsächlich erst jetzt. Und das ist diese Glas-Schachfigur, die ja wunderbar zu No Game, No Life passt. Ich hoffe, er fokussiert das ganz gut. Die ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet, wiegt ein bisschen schon was. Und allein für die als Fan braucht man diese Limited Edition. Da kommt kein Weg dran vorbei. Sehr, sehr cooles Extra. Sowas wünscht man sich. Und das in einem wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis. Top-Arbeit von KSM. Wer übrigens diese Edition von No Game, No Life Zero haben möchte, der sollte auf jeden Fall nochmal bei Anime Planet vorbeigucken. Noch sind ein paar verfügbar. Keine mehr verfügbar sind tatsächlich von der Limited Collector's Edition von Gurren Lagann. Ich meine, Beast Entertainment gibt's ja eh nicht mehr. Die haben damals dieses gute Stück rausgebracht, was wirklich hervorragend ist. Guckt euch das mal an, wie cool das einfach aufgemacht ist. Auch mit einer schönen hier einzelnen Glanzprägung. Sehr, sehr schick. Und, passt auf, das kann man hier oben aufklappen. Innen drin gab es natürlich nicht alle DVDs, die habe ich mir natürlich nachgekauft, aber die erste Volume war enthalten in so einem seitlich aufklappbaren Digipack. Können wir uns auch nochmal angucken. Hier einmal mit Kami nach vorne und mit Simon auf der Rückseite. Aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch alle Extras auftreiben konnte. Es war auf jeden Fall diese Haarspange. Also es ist keine Haarspange, es ist so ein gummiartiges Ding, was man halt irgendwo ranpinnen kann. Dann haben wir den Bohrer von Simon. Den kann man, ich hoffe, das fokussiert einigermaßen, dass man es erkennen kann. Könnte man natürlich als Schlüsselanhänger oder als Kette benutzen. Müsste ein bisschen basteln, weil hier unten so eine Öffnung ist. Das heißt, das funktioniert nicht so einfach. Sollte aber an sich kein Problem darstellen. Ist ein Plastik, fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Was das Ganze aber sehr cool macht, ist, was man hoffentlich auch gut erkennen kann, das Ding leuchtet. Und wann hat man sowas mal? Also wirklich, sowas seitdem eigentlich nie mehr gehabt. Deswegen ist dieses Stück mir tatsächlich auch sehr ans Herz gewachsen, auch weil man es halt nicht mehr bekommen kann. Außer vielleicht auch für horrende Preise irgendwo auf eBay. Aber ja, wirklich sehr coole Edition damals. Die nächsten beiden stelle ich euch zusammen vor, weil das einmal auch zusammen gehört. Es ist Overlord die erste, hier, das ist die erste, und Overlord die dritte Staffel. Die zweite habe ich leider nicht, die war mir jetzt zu schnell ausverkauft, deswegen kam ich da nicht mehr dran, was natürlich sehr schade ist, denn zusammen machen sie einfach ein geiles Bild. Hier die erste Staffel einmal in Detail, auch eine Glanzfolie plus Hochprägung, also manche Sachen sind hervorgehoben. Dasselbe haben wir auch bei der dritten Staffel. Muss immer mal gucken, dass das nicht zu sehr spiegelt durch die Scheinwerfer hier. Jede einzelne Volume, ich hole jetzt nicht jede einzelne raus, aber jede von ihnen hat ein Booklet mit Charakterinformationen oder anderen Sachen, die halt interessant sind zu Overlord. Oder manchmal auch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel dieses A4-Poster, was auch sehr, sehr schick ist. Cool ist natürlich, dass man hier sofort die ganze Staffel bekommt und nichts mehr nachkaufen muss. Aber aufpassen, die Dinger sind schnell ausverkauft. Macht nicht denselben Fehler wie ich bei der zweiten Staffel, sondern falls ihr es haben wollt, dann lieber jetzt zuschlagen. Der nächste wirklich richtige Brocken, den gibt es tatsächlich auch nicht mehr zu kaufen, wird damals, ich glaube, bei so 80, 90 Euro gelegen haben. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Das ist dieses Stück hier, nämlich Haruhi Suzumiya.
Und wow, ist das groß. Von Kaze veröffentlicht in dieser einmaligen Limited Collectors Edition. Also ich habe sowas tatsächlich leider nie wieder gesehen. Wie viel ist hier? Einfach aufklappen und dann springt uns auch quasi schon die DVDs entgegen. Da haben wir die vier alle komplett enthalten. Nichts Besonderes dran, sind halt dieselben Volumes, wie sie auch einzeln damals verkauft wurden. Aber hier halt alle vereint. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Als Anime-Fan sollte man zumindest mal von Die Melancholie der Haruhi Suzumiya gehört haben. Im besten Fall ja auch gesehen haben. Bisschen schade ist, massig Extras gab es jetzt nicht. Da hatten wir zum einen einmal diese Aufkleber mit der SOS-Brigade und das Logo. Schick. Und ein paar Poster. Also, ja, ich glaube schon, dass das Poster sind, die alle wirklich sehr, sehr hochwertig sind. Ein Poster fehlt mir leider, das habe ich damals verschenkt. Das heißt, die Collector's Edition ist nicht mehr komplett und damit quasi wertlos. Aber trotzdem, ich liebe das Stück hier. Das ist eins meiner liebsten Stücke in meiner Sammlung. Jetzt kommen wir zu einem Film, zu einer Serie, die ich damals wirklich sehr auf MTV geliebt habe. Viele wissen jetzt vielleicht schon direkt, was ich meine. Die Rede ist natürlich von The Vision of Escaflowne, der Film. Hier in der Limited Collector's Edition auf DVD. Hier nochmal die Rückseite, die ist relativ uninteressant. Das Besondere an dieser Fassung wird wahrscheinlich diese Illustration sein, die auf 777 Exemplare limitiert ist. Und die sieht wirklich sehr schick aus, auf hochwertigen 270 Gramm Papier gedruckt. Innen drin, in der Pappschachtel direkt eingebaut, ist dann auch der Film. Sonst ist da nicht sonderlich viel Spektakuläres zu sehen. Außer natürlich dieses Roadbook, was den kompletten Film in den Storyboards zeigt. Ich zeige euch das mal, falls ihr nicht genau wisst, was Storyboards sind. Das sind halt so vorskizzierte Sachen. Fühlt sich nicht ganz so hochwertig an. Schon ein bisschen billiges Papier, was da verwendet wurde. Aber trotzdem nett zu haben. Auch hier weiß ich leider nicht mehr genau, wie viel das Ganze gekostet hat. Ich erinnere mich nur noch, dass ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen enttäuscht war. Das heißt, es war ein bisschen teurer als das, was man hier tatsächlich bekommt. Es ist aber trotzdem ganz nett und als Fan auf jeden Fall ein Muss. Inzwischen ja eh nicht mehr zu haben und die Blu-ray-Fassung ist auch nicht mehr ganz so edel aufgezogen. Dann kommen wir noch zu Mutafukas von Peppermint Anime. Das Ganze veröffentlicht in einer Limited Collector's Edition. Hat ungefähr 80 Euro gekostet, vielleicht 70. Und enthalten ist unter anderem dieses Digipack. Mit der Vorderseite, das kennen wir ja schon. Und einer eher unspektakulären Rückseite. Und innen drin haben wir eigentlich mit das Highlight, würde ich sagen, nämlich den Soundtrack, der sehr, sehr cool ist und sich allein dafür, schon der Kauf dafür eigentlich rechtfertigt. Und natürlich der Film, der auch sehr cool ist. Mir ist gerade aufgefallen, das hier ist gar nicht der Film. Also das hier. Sondern das ist der Comic in digitaler Form. Den Film haben wir nämlich nochmal extra. Auch mit so einem Einschub. Das heißt, wir haben auch nochmal eine ganz normale Blu-ray-Hülle. Das Cover sehen wir jetzt zum dritten Mal. Hinten einfach nur schwarz. Was sehr cool ist, es ist eine schwarze Blu-ray-Hülle. Das hat man ja auch nicht so häufig. Und innen drin ist es einfach fast komplett schwarz. Dann haben wir hier noch das Artbook, nicht ganz so hochwertig, aber dafür sind ein paar coole Zeichnungen drin enthalten. Und Sachen, die ich halt liebe, sind halt diese physischen Extras, die eine besondere Verbindung zu dem Film haben. Und hier habe ich leider noch nicht ausgepackt, ich hoffe, ihr überlebt das Knistern, haben wir das Bandana aus dem Film, wenn das nicht einfach ein sehr, sehr cooles Extra ist. Sowas würde ich mir einfach viel, viel öfter wünschen. Hier ist, wie ich finde, wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung. Schön aufgemacht mit tollen Extras. Hier ist man wirklich richtig gut aufgehoben, wenn man sich denn auch für den Film interessiert, den ich auch eigentlich jeden ans Herz legen kann, der mal ein bisschen was anderes haben möchte. Guckt unbedingt mal in einen Trailer oder so rein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Limited Collector's Edition in eurer Sammlung habt, auf die ihr wirklich sehr stolz seid. Lasst dem Video, falls es euch gefallen hat, gerne ein Like da und wenn ihr noch weitere Interesse an meiner Sammlung habt, dann habt ihr hier einmal die Playlist zu den restlichen Videos. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!